Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir haben Rakkus in der letzten Folge sicher hier nach Okara gebracht. Und ja, bisher Ruf bei den Rebellen 34, 6 Rufpunkte fehlen uns eigentlich hier noch. Was haben wir eigentlich hier für Okara? Okara braucht noch mehr Männer. Gibt es hier noch mehr zu finden, dass wir hier einen besseren Ruf kriegen? Hier, Blutschwill. Darf ich die einfach mitnehmen? Was war das? Eine Waldbeere? So, da stellt sich mir jetzt wirklich die Frage, gibt es hier noch mehr in der Gegend zu finden? Wenn wir jetzt nochmal auf die Map gucken. Hier ist ja richtig viel, was noch offen wäre, rein theoretisch. Was wir noch nicht erkundet haben. Wo auch vermutlich noch mehr Leute irgendwie warten. Reicht ja auch noch einmal, weil ja, nicht, dass hier jetzt irgendwie noch mehr Gegner sind, die mich überraschen, die mich dann auf einmal umhauen. Wie diese Ripper in der letzten Folge oder noch mehr Schattenläufer. Hier sind auf jeden Fall ein paar Schattenläufer gleich. Garstiger Schattenläufer, garstiger Schattenläufer. Es sind hier zwei. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schaffen. Die kaputt zu machen. Das sind hier auf jeden Fall zwei. Kann ich an denen einfach erstmal so vorbei? Hier war doch noch jemand, ne? So, Waldbeere. Sonnenkraut nehmen wir auch mit. Vielleicht ist der hier chillt. Candela, genau. Hat er? Zeig mir deine Ware. So, der hat nur einen Kampfbogen, okay. So, den darf er haben. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts Relevantes eingesammelt. So. Wenn ich hier jetzt nochmal speichere und dann die garstigen Schattenläufer hierher locke, da würde er mitkämpfen? Ja. Jo, der hat mich schon erwischt. So, Candela? Hier ist ein Mistviech. Überall diese Mistviecher! Da! Da! Jetzt steck ich hier fest. Hallo? So. Ich steck hier fest. Ich kann mich nicht bewegen. So. Hä? Würde schon sagen. Ich will jetzt nicht ihn anvisieren, ich will den. Toll, weil ich feststeckte, glaube ich. Und weil der mich auch zweimal erwischt hatte. Dreimal, glaube ich. Hätte ich vielleicht auch in der Zeit was essen können. Aber wieso habe ich da festgesteckt, obwohl da nichts war? Ich konnte mich da gar nicht bewegen. Vielleicht esse ich noch mal was. Nee, Schwert.
So, der ist noch immer hinter mir her. Komm. So, jetzt brauche ich deine Hilfe. Überall diese Mistviecher. Hier ist wirklich was, wo man feststeckte. Nein, nicht auf ihn, du Idiot. Alter. Der visiert einfach den Falschen an. Warum? Dieses Anvisieren, ey. So, nochmal was futtern. Vielleicht einfach unbewaffnet da erstmal hin, den da rüberlocken. So. Der soll kommen. Ah, jetzt ist er weg. Ja, komm. So, jetzt werde ich deine Hilfe brauchen. Schon wieder eins von diesen Viechern. Alter. Geht mir auf den Sack gerade mit denen. Oder ich muss das schlauer machen. Die laden ihre Gesundheit aber auf jeden Fall nicht nach. Es sei denn, die fressen, glaube ich. Weg mit der Waffe! Ich bin doch nicht hinter dir her. Okay, jetzt kommen die zu zweit. Ich glaube, das war ein Fehler. Komme ich hier wieder hoch? So, ich hoffe, das ist nur der jetzt. So, Waffe wechseln. Ja, den haben wir. Der hat mich jetzt nicht getroffen gehabt. Okay, das heißt, das können wir speichern. Dann ist nur noch der andere da. Die Mana-Pflanze nehmen wir auch noch mit. Wo ist denn der? Da. Okay, ganz schnell weg. Okay, das war... vielleicht nicht die beste Entscheidung.
aber der hat ein bisschen Leben verloren. Garstiger Schattenläufer. Vorausgesetzt, wir treffen den auch mal. Da sind noch mehr von den Biestern. So. Da. Da. Ja, komm, tritt den. Da. Ein Mist viel weniger. Ja. So. Hier, Rufen Okara haben wir auch noch mal zu. So, die garstigen Schattenläufer sind erledigt. Die garstigen Schattenläufer sind erledigt. Gut gemacht. Du hast ja echt was auf dem Kasten, würde ich sagen. Verkaufst du mir die Hörner von den Biestern? Hier hast du die. Hier hast du deine zwei Schattenläuferhörner. Besten Dank. Hier ist das Gold und zwei Heiltränke. Ah, nice. So, Jagdgeschick nochmal plus eins bekommen. Okay, kannst du mir was beibringen? Bring mir was über die Jagd bei. Was kann er denn beibringen? Orkjäger, wie wer... Großwildjäger? Okay, der... Also jeder kann mir jetzt Orkjäger beibringen. Geh nach Okara, die Jungs brauchen Männer wie dich. Geh nach Okara. Die Jungs brauchen Männer wie dich. Wenn du das sagst, in Ordnung. Wir treffen uns dort. Jo, wir haben jetzt... Ah ne, Rufen Okara haben wir so. Okay, warte mal. Wie ist jetzt bei den Rebellen? 34. Okara braucht mehr Männer. Müsste das jetzt nicht voll sein? Wir können jetzt die Truhe hier endlich looten, plündern. So, was haben wir hier? Ein Jagdbogen. Dann Verwandlung Wolf. So, ich müsste aber auch auf jeden Fall irgendwann mal einen Magier-Run mal machen, ausprobieren. So, apropos, kann ich hier das Feuer jetzt mal benutzen? Ich müsste jetzt eigentlich jede Menge Fleisch haben. So, 28... rohes Fleisch und 3 rohe Fleischpflanzen. Und das speichern wir. So, das heißt, wir können hier jetzt eigentlich alles looten, was hier rumliegt. Hier, Herrscherkraut haben wir wieder. So, was war das? Eine Waldbeere. So, Mana-Pflanzen. Noch ein Ogerblatt. So, wo ist ein Candela jetzt hin? Also auf dem Weg nach Okara auf jeden Fall, aber... Oder ist er schon so schnell weg? Okay, noch ein paar Verwandlungstränke. Eine Söldnerarmbrust. So, noch ein Sonnenkraut. Gold. Okay, mehr liegt hier nicht. So, Candela. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Männer wir noch brauchen für Okara. Ah, da ist er schon. Okay, mehr kann er jetzt auch nicht. Gehen wir mal runter. So, sind das nämlich genug Männer für Roland? Nö, aber... Zeig mir deine Ware. Gucken wir mal. Kann... Ja, ich verkaufe ihm das hier nochmal. Und, ne, die Rohlinge behalten wir. Hier aber, das darf er haben. So, dann darf er die Verwandlungstränke haben.
gegen Gift. Das hier. So, den darf er haben. Das darf er haben. Dann haben wir den Jagdbogen. Hier die Söldnerarmbrust darf er haben. Goldausgleich. So, 54.000 würde die schwere Rebellenrüstung kosten. Aber wir haben immer noch nicht genug Ruf. Bis hier. Bei den Rebellen. Wie erhöhen wir unseren Ruf bei den Rebellen? Oder wen müssen wir noch hier hinkriegen? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Vor allem, es wird langsam dunkel. Ich würde mich hier einmal schlafen legen. Und es kommt noch schlimmer. Bis wieder hell ist. So, bis zum nächsten Morgen. Ja, warum nicht? Und im Inventar würde ich das hier vielleicht mal umplatzieren. Hier hin. So, und wir haben hier auch noch die Dinger. Pack ich auch mal hier hin. Beziehungsweise ich tausche die beiden mal. Dass ich nicht immer aus Versehen hier dann vielleicht einen Heiltrank oder sowas nehme. Und speichere noch einmal. Dann will ich jetzt nochmal versuchen, Richtung Nordmar zu gehen. Denn ich will auch endlich irgendwann mal hier Xaras treffen, finden. Obwohl ich nicht einmal weiß, was wir mit ihm dann nochmal zu schaffen haben werden. Aber Aufgabe ist halt, finde Xaras. Das hier hatten wir ja, schwere Truhe. Hier liegt nochmal was, eine Waldbeere. Oder warte mal, wenn wir nochmal kurz gucken. Da sind Schrat und Snapper. Wie viel brauchen wir für die nächste Stufe noch? Noch 10.000. So, hier habe ich doch gerade noch irgendwas. Da. Noch eine Heilwurzel und... Ne, die hatten wir noch gar nicht. Nehmen wir mal mit. Jetzt kommt es abgebrochen. Ne, doch nicht. Noch ein Erdholing, das ist schön. So, und da vorne habe ich auch noch ein Kraut gesehen. Jetzt nicht den Zauberwurzel, sondern irgendwo was anderes. Dass er wichtig aussah. Hier. Herrscherkraut. So, die Kräuter einmal kurz gucken. Wir haben Eisenhalm, Krötenwurz, Felsnüsse, Ogerblatt, seltsamer Pilz, Kronstöckel, Morgentau, Zauberwurzel, Feuernessel, Mana-Pflanze, Waldbeere, Heilwurzel, Sonnenkraut. Hier, Herrscherkraut. Haben wir zwei Stück. So, wir haben jetzt 304 Leben insgesamt. Nice. Dann haben wir hier Heilpflanze, Dämonenpilz, Kaktusblüte und Schnapsbeere.
Ah, hier. Wir sind bei denen hier angekommen. Anok. Zeig mir deine Ware. So. Vergiss es, das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. So, die beiden weg. Das. Hier haben wir nichts. Tierzähmen, Schrecken, Krankheit heilen, Heilung. Den darf er auch noch haben. Okay. Haben wir noch mal ein bisschen Geld bekommen. Warte, wie hieß er? Auch Rebell. Hör bloß auf mit der Scheiße. Wenn er so, gab es hier auch noch was? Abgesehen von den befreiten Sklaven. Ist das dein Ernst? Hier, Morgentau nehmen wir mit. Als wenn das so einfach wäre. Am besten, du hältst dich da raus. Und hier die Waldbären. Kann dir doch egal sein. Am besten, du erledigst das selbst. Okay, ich glaube, hier gibt's nichts. Jetzt müssen wir nur noch den Weg, die Straße, wie auch immer, nach Nordmar wiederfinden. So, noch eine Heilwurzel. Und noch eine Heilwurzel, perfekt. Okay, hier gibt es schon ein bisschen was, was wir übersehen haben mitzunehmen. Da ist wieder ein besonderes Kraut. Ist das Herrscherkraut oder Harnischkraut? Wolfskraut, okay, doch nicht. Das müsste, glaube ich, schon der Weg sein nach Nordmar. Ich speichere nochmal und vielleicht kriegen wir schon hin, hier die 5 Eisbolzfälle zu holen. Wo kommst du denn her? Da! Da! Ich sehe da schon noch was anderes, was mich angreift. Ich glaube, das war vielleicht nicht der richtige Weg. Nochmal vielleicht was essen. Nochmal speichern. Wo ist... Wir sind hier auch wieder kurz vorm Wolfsclan. Kann es sein, dass Wolfsclan eigentlich die ersten wären, die man in Nordmar gesehen hätte, getroffen hätte, wie auch immer? Schwarzen Goblin erledigt. Was hat denn hier? Silberpokale. Warum haben die Silberpokale?
speichere noch einmal. Ich weiß jetzt nicht, wie gut wir gegen den Eisriesen da ankommen. So, nochmal kurz speichern. So, normaler Goblin und ein schwarzer Goblin. Wieder mal. So, noch mal kurz ein paar Meter Abstand. Was essen. Speichern. Kommt denn näher oder? So, das ist der Pass. So, noch eine Zauberwurzel. Wieder so Säbelzahnkatzen. Bevor der mich sieht, einmal speichern. Da! Da! Ja, da werden wir nicht überleben. Wie soll man das gegen die Säbelzahnkatzen schaffen? Also Säbelzahntiger. Hier im Nordmaß wirklich alles stärker als wir gefühlt. Kann ich einfach an denen vorbei? Jetzt auch noch Ripper. Vielleicht muss ich hier auch einfach nur vorbeirennen. Da sind Orks. So, und Eiswölfe, natürlich. Genau jetzt, wo die Dings-Orks hinter mir her sind. Ich glaube, das wird noch nichts. Mit Nordmar wird das noch nichts. Egal welchen Weg wir gehen, die sind alle hier, machen uns schnell fertig. Das überleben wir hier noch nicht. Vielleicht gegen den Eisriesen da hinten? Vielleicht können wir das doch schaffen. Auch nicht. Obwohl, der ging eigentlich relativ schnell. Wir hätten vielleicht uns beim ersten Mal nicht treffen lassen sollen. Ne, ist ganz klar, wir brauchen definitiv eine bessere Waffe und eine bessere Rüstung. Und
mehr Erfahrungspunkte. Oder ich speichere hier vielleicht einmal. Hat ihn nicht gejuckt? Wo geht er hin? Ja. Okay, den können wir aber nicht looten. So, und was haben wir hier? Nochmal Wolfskraut und nochmal einen seltsamen Pilz. Was hat das mit diesem seltsamen Pilz auf sich? So, erstmal was essen. Und nochmal speichern. Nochmal Wolfskraut. Wo geht aber Wolfskraut nochmal gut? Nix, der bringt nur Geld. Okay. Speicher trotzdem mal. Und wieso kriegen wir von dem hier jetzt kein Dingens? Was haben wir hier? Können wir damit irgendwas machen? Nö. Und wo genau befinden wir uns? Kurz vorm Kloster. Ah. Da habe ich noch ein Dingens hier. Zwei Sachen übersehen. Hier sind wir. So, haben wir noch mal was für hier? Ne, wir haben nichts an Fleisch. So, wenigstens haben wir die Gesundheit wieder voll gemacht. Was mit Schleifstein? Können wir irgendwas schleifen eben? Das bringt nichts. Den haben wir vergessen. So, nochmal Waldbeeren. Vielleicht kommen wir doch von hier aus weiter. Wenn wir weiter in Richtung Westen gehen, von hier aus. So, wir sind wieder bei denen hier angelangt. Ja, Ruppel. Lisk. Jenska. Zeig mir deine Ware. So. Eiswolffell. Können wir auch so machen. 5 Stück kaufen. Und geben ihm dafür die Silberpokale. Haben wir hier noch was? Mana brauchen wir eigentlich nicht. Können wir ihn verkaufen. So, dann können wir ihm das noch verkaufen. Wir haben wieder Reis. So, dann Telekinese und vergessen. Hier haben wir nichts. Hier die rostigen Schwerter. Die Knüppel. So, Goldausgleich.
Machen wir mal so, dann brauchen wir die Dinger nicht selber zu jagen und können eigentlich zurück nach Varant die eine Quest da wieder fertig machen. So, die Frage ist nur, Hammerclan? Ich glaube, das da hinten ist der Kloster. Weil man erkennt hier kaum die Straßen. Was ist mit dem Sound die ganze Zeit? Okay, wenigstens haben wir alle erledigt. Und die haben auch... So, wo ist sein Schwert denn da? Vielleicht nochmal was futtern? Wohl, vielleicht können wir es doch hier durchschaffen. Und Stöppel, nice. Ich habe keine Ahnung, wie viele uns gesehen haben. So, jetzt werden wir wieder viel essen müssen. Speichern. So, ist das da oben jetzt eigentlich das Kloster oder was ist denn das? Was war das denn jetzt gerade für ein Soundtrack? Ja. Da war ganz kurz irgendwie ein anderer Soundtrack. So, irgendwas Großes, glaube ich. Okay. Arbeiten die zusammen? Da war auch wieder dieser Soundtrack. Diese Dö. Speicher einmal. Alter, jetzt hat Demi gekillt. Ernsthaft?
Na, aber so weit waren wir, glaube ich, in Nordmar noch gar nicht gewesen, ne? Vielleicht von da. Und hier hinten versuchen wieder den nächsten anzulocken. Und dann alle nach und nach. Da! 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 Der muss auch mal sein Schild benutzen hier. Die haben jetzt nicht mich im Visier, oder? Also, da kommt der nächste, ist ein normaler Goblin. Da! So, wo ist ein Knüppel? Da. Nochmal speichern. So, schwarzer Goblin, okay. Der ist ein bisschen schwieriger wieder. Da. Oh. Da. Jetzt trifft den doch. Wo ist sein Schwert? Da. Dann ist wieder ein schwarzer Goblin. Ich hoffe jetzt, der Ogre da kommt jetzt nicht. Okay, der hat mir jetzt nur einmal erwischt, immerhin. Und nur Minimalschaden gemacht. Halten wir mal ein bisschen Abstand. Den schaffen wir auch so. Du nutzt Fettwampe. Renn! Renn, du Depp! Hier. Waldbären. Und noch eine Waldbeere. Okay, der hatte schon einen gesonderten Namen. Das ist also eine Art Anführer. Auch wenn er Fettwampe heißt. So, wenn wir jetzt nochmal darüber gehen. Okay, ich hasse es, gegen Goblins zu kämpfen, wirklich. Die sind richtige Mistviecher. So, aber gegen die, den Ugluts will ich auf jeden Fall nochmal antreten. Den wir besiegt haben. Ein Eiswolf haben wir schon mal.
Hier speichere ich noch einmal. Wie sieht das mit Ublutz aus? Wie weit ist er jetzt weg? So, können wir den Hirn anlocken? Dann kämpfe ich gegen ihn alleine. Okay, der hat schon enorm viel Leben. So. Nochmal ein bisschen Abstand gewinnen. Vielleicht können die mir helfen. Die Biester geben einfach keine Ruhe. Da sind noch mehr von den Biestern. So. Das war's für dich, Mist. Der fette Bastard ist tot. Erfahrung 5000. Für wen war die Quest? So, Fälle für Jenska. So, Ogre Morgenstern. Hast du nichts zu tun? Kümmer dich besser um deinen Kram. Ich ruh mich ein wenig aus. Jorn, ne. Jenska? Hier sind schon mal ein paar Fälle. Hier sind schon mal ein paar Fälle. Gut, aber wir brauchen noch mehr. Verdammt. Kann ich ihm die Zeig wieder abkaufen? Deine Ware. Ja, gut. Okay, Eiswölfe jagen. So, immerhin haben wir den dicken Ogre jetzt besiegt. Gegen Wölfe einzeln, also hier Eiswölfe einzeln, kriegen wir es hin. Das ist jetzt nicht das Problem. Was sind das? Wollbisons, okay. Ich hoffe, die sind jetzt nicht feindlich. Hier könnten wir eigentlich rein theoretisch auch jede Menge Fleisch bekommen. So viele Hirsche, wie hier sind. Und wie viel brauchen wir für die nächste Stufe? Auch nicht mehr so viel. Da haben wir einen Eiswolf. Da haben wir mehrere. Versuchen wir einen anzulocken. Vielleicht speichere ich einen ab, kurz. So, kommst du? Ja. Komm her, Bello. Ja. Ich wollte schon sagen, die Musik hat einfach nicht aufgehört. So, und jetzt nochmal speichern. Hier. Ja, komm. Da. 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 Oh. Ja, komm. Ach, verdammte Scheiße. Egal, ich wollte eigentlich zum Kloster oder so. Oder zum Feuerclan. Irgendwie, keine Ahnung. Zu dem Clanzimmer weiterkommen.
Irgendwann sind wir wirklich stark genug gegen alle. Und es ruckelt wieder. Dieses Ruckeln, das nervt mich aber extrem. Gut, da haben wir auch noch wieder einen. Was mit denen jetzt? Warten die auf ihren Anführer? Kommt wenigstens einer. Wo ist sein Schwert? Da. Und nochmal was voran. Und nochmal speichern. Kann sein, dass gleich irgendwie aus Versehen zwei oder mehr kommen von denen. Die warten auf ihren Anführer. So sind die immer so flink. So, nochmal speichern. Ich habe noch genug Leben. Nur einer. Was ist mit denen? Ich glaube, die sind blind. Was ist das da für ein Turm? Das Xardas Turm schon? So, den haben wir schon mal. Alter. Nein! Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich echt nicht kommen sehen. Verdammt. Also dann versuche ich mal eher an denen vorbeizurennen. Vor allem, weil da auch wieder Säbelzahntiger waren. Aber das könnte vielleicht doch schon Xardas Turm sein. So, noch ein Schattenläufer. Noch mehr von den Goblins. Ich renne mal einfach an denen vorbei. Ach ne, noch mehr von diesen Ogern. Und noch mehr Eiswürfe, die wollen mich doch alle hier verarschen. So, die tun mir nichts, oder? Die wollen Bisons. Die sind lieb. Die fressen Schnee. Hatte ich hier nicht irgendwo gerade eine Silhouette von einem Turm gesehen?
Wo genau bin ich jetzt? Bei Hammerclan. Hammerclan ist wahrscheinlich da oben. Natürlich jetzt auch noch die Ripper. So, die Wölfe sind da vorbeigezogen. Und ich renne durch. So, Hammerclan. Geht dahin. Gehen wir erstmal nach Hammerclan. Da haben wir einen Menschen. Ich speichere das. Ich glaube, wenn wir hier jetzt schon bei Hammerclan sind. Kämpfer. Jäger. Rowold. Hallo. Hallo. Hi. Ich hoffe, du hast keine Orks im Schlepptau. Wir haben schon genug Ärger. Noch mehr Orks können wir wirklich nicht gebrauchen. Ihr habt Ärger mit Orks? Wo ist die Maus da? Ihr habt Ärger mit den Orks? Ja, sie haben unsere Mine besetzt und unseren Schmelzofen. Wir haben viele Männer verloren. Beinahe hätte es sogar Ingvar erwischt. Scheiß Orks. Wer ist Ingvar? Wer ist Ingvar? Du verarscht mich. Ingvar ist der beste Schmied der Welt. Wenn jemand hier vorbeikommt, will er entweder Erz kaufen oder er will zu Ingvar. Und glaub mir, die meisten wollen zu Ingvar. Er ist oben im Dorf. Okay, und welche Mine? Welche Mine? Unsere Mine. Wir sind der Hammerclan. Seit Generationen bauen wir hier Erz ab und schmelzen es im großen Erzofen zu Erzrohlingen. Echten Erzrohlingen. Aber jetzt haben die Orks die Mine und den Ofen. Okay, was ist das für ein Ofen? Was ist das für ein Ofen? Der Ofen ist so alt wie die Welt. Niemand weiß, wer ihn gebaut hat. Er war schon hier, bevor es die Clans gab. Er besteht aus reinem Erz und wurde in den Berg hineingebaut. Glühende Lava fließt durch ihn hindurch. Nur dort kann man reine Erzrohlinge herstellen. Wenn wir ihn nicht bald wiederbekommen, werden wir keine Erzwaffen mehr schmieden können. Reine Erzrohlinge? Sind andere Erzrohlinge nicht rein? Reine Erzrohlinge? Sind andere Erzrohlinge nicht rein? Normale Erzrohlinge sind immer noch durchsetzt mit Eisen und anderen Substanzen. Bei reinem Erz sind diese Sachen alle verdampft. Waffen aus reinem Erz sind selten und kostbar. Selbst wir vom Hammerclan haben sehr wenige von ihnen. Nur die größten Krieger führen so eine Waffe. Was unternehmt ihr gegen die Orks? Was unternehmt ihr gegen die Orks? Reto kümmert sich darum. Er ist unser bester Kämpfer. Was genau er plant, weiß ich nicht. Vielleicht braucht er noch Hilfe. Okay. So, ich will... Hallo, bisschen schneller nach oben. Jetzt ernsthaft? Ich komme hier... Doch, ich wollte schon sagen. Das wäre jetzt ein bisschen doof, wenn ich hier nur runterrutschen würde. Das ist also der Hammerclan. Jäger. Kämpfer. Mord. Was willst du? Schlechte Laune? Schlechte Laune. Ach, ich sitze hier rum, ohne dass was passiert. Wir bewachen die Mine. Ist das so schlimm? Wir sollten sie erobern, nicht bewachen. Je länger wir warten, desto stärker werden die Orks. Okay, warum stürmt ihr nicht? Warum stürmt ihr nicht? Frag Reto. Er hat hier das Kommando. Ich weiß nicht, worauf er wartet. Die Chancen werden nicht besser. Wie sind denn die Chancen? Beschissen. Aber wenn wir gar nichts machen, werden wir auch untergehen. Wir sind der Hammerclan. Aber ohne Mine? Ohne Mine sind wir nichts. Okay. So, aber ich... Orktöter. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ich würde aber sagen, wir lernen hier in der nächsten Folge mal alle kennen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.